gotta name this. Elizabeth. You can call me Elizabeth. Die Szene kannten wir jetzt schon aus dem Trailer zu dem Ganzen. Dazu sei jetzt mal zu erzählen, das Spiel ist tatsächlich, also dieser DLC ist sehr gut geworden. Du erzählst dir denn mal, wo wir sind? Das ist am Anfang des Spiels. Nein, ich meine, du hast weder erzählt, welches Spiel wir machen, noch wo wir gerade sind, noch wer wir gerade sind, noch sonst irgendwas. Weil das sich ganz von allein erklärt. Ja. Wer Elisabeth noch nicht kennt, der hat Bioshock Infinite komplett verpennt. Ja, weil ganz ehrlich, dieses Spiel hat man bestimmt schon mal irgendwo was von gehört und das ist jetzt halt einfach der erste DLC dazu, also der erste richtige DLC, der Story-DLC eben. Und in diesem DLC spielt man jetzt nicht mehr in der Himmelsstadt, wo ich schon wieder den Namen vergessen habe, sondern man ist wieder zurück in Rapture, was ja sowieso für Bioshock schon immer das viel Bessere war, wie man jetzt auch sieht. Ja, vom anderen wissen wir ja schon gar nicht mehr den Namen. Rapture wissen wir immer. Irgendwie schon. Also das hat sich viel mehr eingeprägt. Und deswegen war ich auch sehr begeistert darüber, als es geheißen hat, dass der DLC dann eben auch wieder in Rapture spielt. Und war sehr gespannt drauf. Und tatsächlich haben sie hier eine Story erzählt, die jetzt auch in diesem DLC, wo ich sehr überrascht war, eigentlich komplett einen Part erzählt hat, der angefangen worden ist und abgeschlossen worden ist. Also das ist nicht so, dass der jetzt irgendwie unfertig ist, sondern das ist wirklich diese Episode abgeschlossen. Und in der nächsten Episode wird wahrscheinlich dann wieder was völlig anderes erzählt. Okay. Also das ist dann wirklich in dem Sinne sehr gut gelungen, weil man dann eben... Also quasi wie so eine kleine Folge von einer Serie. Genau, das ist wie so eine kleine Folge davon. Aber klein ist ja auch dann schon der Stichpunkt, auch wenn sich der Entwickler von dem Ganzen sehr dagegen sträubt hat und behauptet hat, man könnte auch locker 3 Stunden damit verbringen. Das Spiel hat nur 2 Stunden. Da drin kannst du so viel verbringen, wie es dir willst. Du bringst nur 2 zusammen. Weil ich habe tatsächlich mehrere Hänger gehabt, wo ich lang gesucht habe und habe trotzdem nur 2 Spielstunden zusammengekriegt. Mhm. Also das ist eine absolute Lüge, das zu behaupten, es wären 3 Stunden. Ja, aber 2 Stunden, würdest du sagen, ist in Ordnung, oder? Eigentlich hätte ich jetzt gesagt, 2 Stunden ist viel zu wenig. Aber die Story ist so genial gemacht. Und auch, weil sie nicht die ganzen Maps recycelt haben, sondern tatsächlich eine komplett neue Umgebung zum Erforschen gegeben haben, ist das halt wirklich absolut in Ordnung. Jetzt die 14 Euro sind vielleicht ein wenig übertrieben, aber dadurch, dass man es ja eher im Season Pass dann kauft, weil man dann gleich die 2. Episode auch noch dazu kriegt, hat es ja dann effektiv nur 10 Euro gekostet. Weil ich jetzt die anderen Sachen, die man im Season Pass kriegt, gar nicht so richtig mitzählen kann. Also insgesamt ist es nett. Und im Gegensatz der langläufigen Meinung, wo springen wir jetzt auch direkt mal in die Action. Weil ja jeder bisher immer gesagt hat, im ersten DLC würde es noch keine Action geben und noch keine Ballerei. Dem ist eben nicht so. Also bereits hier sieht man jetzt, es kommt zur Waffengewalt. Das ist dann also wirklich nur im allerersten Abschnitt so, dass man da durch Rapture durchläuft und keine Waffengewalt einsetzt. Danach wird man tatsächlich in einen abgesägten Bereich, der mit lauter Verbrechern gefüllt worden ist, die sich eben von aufgeführt haben gegenüber den, wie hieß er, der Typ, wo Rapture gemacht hat. Auf jeden Fall haben sie sich gegen den aufgelehnt und deswegen hat er das ganze Gebäude mit diesen Typen eben versenkt im Meeresgrund. Und deswegen leckt es auch überall, weil sich da eben keine Big Daddies mehr drum kümmern, dass die Stadt am Laufen gehalten wird. Weil das eben ein komplett Außenvorgebäude ist, wo man dann reingesetzt wird. Das heißt, es spielt noch nach unserem Original Bioshock? Es spielt vor unserem Original Bioshock, weil die Rapture ist ja wie gesagt noch völlig intakt. Also. Und diese Gebäude, wo man dann eben kämpft, die sind ja komplett von Rapture abgetrennt. Stimmt, weil unserer war ja schon, der Chef war ja schon tot, glaube ich. Eben. Nee, der hat noch gelebt, aber war verrückt mittlerweile. Achso, ja, richtig. Der ist halt übergeschnappt. Und da spielst du jetzt eben auch nach den Geschehnissen von Bioshock Infinite, aber vor den Geschehnissen von Rapture. Wobei das immer so mit diesem Vor und Nach bei den Zeitlinien jetzt ein wenig kompliziert ist. Hier sieht man jetzt aber auch gleich, was mich an Elisabeth hat. Im Bioshock Infinite, im Original, hat die ja kaum sich dir in einen Weg gestellt. Also da ist er ja wirklich schön weggerannt und hat dich eigentlich nirgends blockiert.
Das sieht man jetzt, da hat sie mich jetzt ordentlich blockiert, da bin ich jetzt im ersten Moment gar nicht durch die Tür gekommen. Und davor ist direkt dieser Tor, dieser Schießturm, den ich jetzt eigentlich eben umgehen wollte. Und das wäre ja fast schief gegangen, weil die mich eben da blockiert hat, auch wenn ich dann mir überlegt habe, jetzt mache ich da trotzdem Blatt. Aber, weißt schon, die Möglichkeit wäre halt da gewesen, dem auch komplett aus dem Weg zu gehen. Und wie auch schon aus Bioshock Infinite bekannt, tut dich Elisabeth wieder mit allerlei hilfreichen Items versorgen während des Kampfes. Und auch so an sich die Waffen sind dieselben, nur diesmal ohne, dass du sie weiter ausbauen musst, weil sie sind schon bereits alle voll ausgebaut, wenn du sie kriegst. Das Einzige ist eine komplett neue Waffe, das ist so eine Radarwellengun, also das ist wirklich mit Mikrowellen schießt die. Dementsprechend überhitzt du die Gegner und bringst die dann zur Explosion. Und das ist auch gleichzeitig die einzigste neue Waffe. Es gibt auch eine neue Plasmid. Das ist eben hier diesen Eisplasmid, wo wir jetzt die ganze Zeit hinterherjagen, wo man jetzt da schon sieht, diese Eiskulpturen, die sind auch mit diesem Eisplasmid entstanden. Dann gibt es auch einen neuen Tier, wie sie es immer nennt, also das ist so ein Riss, den sie aufmacht, ja, die Elisabeth, wo du bestimmen kannst, was es sich, wo, was du holst. Das sind dann immer diese verschiedenen Tiers, wo auftauchen. Das kommt erst später im Spiel, dass die das wieder aufmachen kann, also das kannst du nicht von Anfang an in einem DLC. Aber da gibt es dann auch eine neue Tierart, nämlich einen Samurai, den du dir zur Verstärkung holen kannst. Ansonsten sind es die Altbekannten aus Bioshock Infinite, was irgendwie seltsam wirkt, dass du aus den Tiers eher Sachen holst, die in Infinite standen, als die, wo in Rapture gibt. Das ist, wirkt im ersten Moment ein wenig seltsam und auch, dass Booker dazu überhaupt keinen Ton sagt, dass das so komische Dinger sind, wo da rausgeholt werden, ist seltsam, aber ist, dadurch ist halt auch die Spielmechanik noch die gute alte und man gewöhnt sich wieder schnell dran. Sind die zwei neuen oder die eine neue Waffe und das eine neue Plasmid ausreichend oder sagst du, es hätte ruhig ein bisschen mehr sein können? Also ich war überrascht, dass überhaupt neue Plasmide, neue Waffen da gebaut haben, weil ich bin ja eigentlich immer von DLCs gewohnt und deswegen war ich eigentlich auch jemand, der gesagt hätte, was war das, dass dieser DLC auch wieder nur Geldmacherei von den Machern ist. Dass das ja komplett alles recycelt und dann nur ein bisschen eine neue Story drum wickelt. Das macht ja wirklich alles neu, also neue Maps, neue, ein paar neue Waffen, ein bisschen neu, auch eine komplett neue Game-Mechanik, wenn man so will, weil es war ja in Bioshock Infinite war es ja üblich, dass du nur zwei Waffen mit dir rumtragen konntest und dann war Schluss und das halt dann mit richtig viel Munition für diese Waffen. Und da ist es jetzt wieder so, dass du alle Waffen, die du findest, tust du in dein Repertoire aufnehmen. Und hast die dann auch die ganze Zeit zur Verfügung, dafür aber nicht mehr so viel Munition, wodurch du gezwungen bist, alle Waffen zu benutzen. Was natürlich dann wieder sehr schön ist, also das finde ich wieder sehr stark gemacht, dass die sich dann nämlich noch komplett nochmal rangesetzt haben. Und gleichzeitig haben sie es halt mit Elisabeth irgendwie versaut, die kam mir in Bioshock Infinite, in dem Originalspiel, irgendwie intelligenter vor. Ja, es cool war, dass in ein Roboterlicht und der schießt, der würde normalerweise rot und fängt zu schießen an, der macht überhaupt nichts. Ja, richtig, also da, die haben es halt wieder komplett aus diesem Konzept rausgenommen, was ja schon bei Bioshock Infinite aufgefallen ist, wenn Gegner direkt neben ihr standen, dass sie niemals aufs Korn genommen worden ist, ist halt jetzt da auch genauso, aber fällt noch viel deutlicher auf, weil diese scheiß Roboter natürlich auf alle schießen, was in ihrem Leuchtstrahl ist. Aber ansonsten, wie gesagt, es ist ein insgesamt sehr guter DLC, wo ich sehr überrascht war, weil ich war tatsächlich eher der Überzeugung, gerade als ich gehört habe, wie kurz der ist, dass der komplett scheiße sein wird. Auch wenn ich sagen muss, dass einige Stellen eher gestreckt wirkten, also da gab es dann eben so Sachen, wo man diese Wänder, also diese wie nennt man diese Luftschächte, aus die Little Sisters kommen, und die musste man da eben einige verschließen und es waren nicht wenige. Da hatte ich dann schon, wenn es einer mehr gewesen wäre, hätte ich gesagt, die haben da einfach nur versucht, das Spiel nochmal zu stecken, damit nicht noch weniger Minuten wären. Auch muss man sagen, es gibt keinerlei Bosskämpfe bis auf den letzten. Also es gibt nur einen einzigen Bosskampf in dem ganzen Spiel. Das ist dann eben als allerletzten gegen einen Big Daddy, kann man jetzt mal so verraten. Weil es ist ja keine große Überraschung, dass es in Rapture dann wahrscheinlich gegen Big Daddies geht. Ist schon bekannt, was die neuen Episoden oder die folgenden Episoden machen werden? Ob das auch wieder alles in Rapture spielt oder... Leider bin ich dann nicht
komplett überzeugt, dass es jetzt in Rapture weitergeht, weil, wie gesagt, das ist jetzt eine komplette Episode, die abgeschlossen ist. Die können jetzt wieder machen, was sie wollen. Also das kann natürlich jetzt sein, dass sie eine Mischung eingehen, dass sie sagen, im nächsten DLC spielt man dann Elisabeth, weil die sollen wir ja angeblich auch irgendwann spielen können in irgendeinem DLC und die soll sich ja völlig anders verhalten. In dem DLC kann man sie eben noch gar nicht spielen. Es kann natürlich sein, dass der nächste DLC dann kommt und dann spielst du rein Elisabeth und dass die eben dann zwischen den zwei Welten hin und her wechseln kann durch ihre Fähigkeit. Das kann natürlich leicht sein. Das wird sich dann alles zeigen, aber in dem Spiel ist halt jetzt in Rapture und was die kommende Episode macht, wird man dann wieder bewerten müssen. Ja.